Diesen vorwitzigen Herrn kennt vermutlich jeder. Pinocchio ist mit seinem Besitzer Michael Berass aus Niedersachsen angereist. Nach vielen gemeinsamen Jahren möchten die beiden in Zukunft getrennte Wege gehen. Als ich den damals erstanden habe, habe ich sofort gewusst, das ist eine Rarität. Und ich habe mich tierisch gefreut, dass ich ihn auch so günstig bekommen habe für 3 oder 4 D-Mark. Zu Hause war die Freude gar nicht so groß. Also da, meine Frau hat so gesagt, na, mal gucken. Sie weiß, das ist was wert, aber er war nicht so geliebt zu Hause. Aber ich fand ihn immer toll. Schon bald soll Pinocchio anderen einen Bären aufbinden. Unseren Experten Sven Deutschmanek wird er jedoch nicht täuschen können. Michael, das Ding hast du doch garantiert einem deiner Kinder geklaut, oder? Habe ich nicht. Ich komme in der Nähe von Osnabrück und da gibt es einen Nachtflohmarkt. Und vor etlichen Jahren habe ich da so in der Dämmerung, altes Mütterchen packte den aus und ich dann gleich hin gefragt, was willst du haben? Und das erklärt vieles, dass das ein Nachtflohmarkt war. Es war noch hell. Das haben wir noch nie hier gehabt. Ich finde Bayerisch Ferraris sensationell. Ja. Ja, das ist mechanisches Spielzeug aus den 60er Jahren. Sammelst du denn normalerweise sowas generell? Ja, so altes Spielzeug, besonders so mechanisches, was heißt sammeln? Wenn ich sowas kriegen kann, dann finde ich toll. Sven, ich habe eine Frage. Ja. Ich habe die Geschichte relativ häufig gelesen. Ja. Ich habe es auch mal gesehen als Film. Ja. Aber eine Sache stört mich jetzt bei dem Kollegen extrem. Ich glaube, das ist eine ganz fiese Fälschung, weil Pinocchio war aus Holz. Stimmt. Der ist aus Plastik. Stimmt. Von daher sollten wir jetzt hier abbrechen. Ja. Das war's. Es war nett, dass du hier was. Nein. Weil nur bei dem Holz-Pinocchio wächst die Nase. Und hier bei Plastik wackelt die. Moment. Die bewegt sich hier auch. Zack. Tada! Tada. Dann kannst du den doch noch mal aus dem Museum ziehen. Aber man muss sie rausziehen. Also so weit war die Mechanik da jetzt nicht, dass er noch ein kleiner Hebel langsam die Nase rausmacht. Also, du hast es gerade schon sehr schön angesprochen, mechanisches Spielzeug. 60er Jahre, und das schreibe ich dir nicht, 70er Jahre. Und das Interessante ist, es war schon ein Walt Disney Lizenzprodukt. Richtig. Weißt du, was auch noch interessant war? Das Schild hat mal einer abgerissen und dann wird es wieder dran gemacht. Dann haben die diese Pinocchio oder wir mit dem Feuerzeug ein bisschen rumgekokelt, damit bloß das Schild wieder hält. Und es fehlt noch das Schild des Herstellers. Hersteller war Max Karl aus Coburg oder vielmehr Judenbach Thüringen. Der war dafür bekannt. Also der hat wirklich schon Anfang des 20. Jahrhunderts Spielzeuge produziert, hauptsächlich mechanische Spielzeuge. Hier drin findet sich ein Federwerk. Mhm. Der hat überall Federwerke eingebaut. Die hat er aber wiederum zugekauft. Mhm. Das Erfolgreichste bei Max Karl war die sogenannte Affenkapelle. Wie oft wurde die verkauft, schätzt man? Ich weiß es nicht. 12,5 Millionen Mal. Nein. Ja, genau. Also ich hätte jetzt gesagt 100.000. Nein, das war so das Erfolgreichste. Es gibt halt ganz viele Sachen. Hier haben wir jetzt halt ein Lizenzprodukt von Walt Disney. Er ist nicht ganz so selten. Und damit womöglich auch nicht ganz so wertvoll. Ist aber trotzdem recht alt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ja über 40 Jahre alt. Ja. Also ich hätte jetzt gerechnet, dass das Ding hier, was weiß ich, so 20 Jahre alt ist. Weil es aus Plastik ist, alleine deswegen. Mhm. Was möchtest du denn dafür haben? Ja, ich habe so gedacht 150. Respekt, Alter. Aber ich bin aber auch, ich sag mal, bereit, den günstiger wegzutun. Gerade wenn ich jetzt höre, dass es den doch häufiger gibt, obwohl ich so im Internet immer so mal geguckt habe, da ist es rar. Es ist rar. Vielleicht solltest du auch eins bedenken, wer will's haben? Okay, aber der Experte wird sicherlich jetzt mal gleich eine Einschätzung abgeben und... Ja, mach ich. Dafür bin ich hier. Er macht keine er wird eine Expertise hinlegen. Ganz schnell. 70er Jahre Walt Disney Lizenzprodukt ohne Originalverpackung. 35 sehe ich als realistisch. Was? Ja. Tatsächlich. Da bist du boff. Ja. Gut, ist aus Plastik. Nase, Nase wächst nicht von alleine, musst du ziehen. Also ich würde es trotzdem anbieten. Mal gucken, was es bringt. Vielleicht kommt man ja so eine 50, 55 ran. Komm, du bist so ein netter Typ. Außerdem habe ich so selten so viel gelacht über was. So. Also, was Besonderes ist es schon. Auf jeden Fall. Genau. Okay. Bitte schön. Viel Spaß damit bei den Händlern. Alles klar. Dankeschön. Viel Spaß. Tschüss. Guck mal, wie du die überzeugt kriegst. Ich glaube, ich bin auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Also, meine Erwartungen waren doch wohl ein bisschen zu hoch. Aber ich werde mal gucken, was ich noch raushandeln lässt. Klar ist, der kleine Lügner hat mich angelogen. Er hatte mir 150 Euro geswitchert. Werde ich nicht kriegen, kann ich so mit umgehen. Aber ich hoffe mal, dass ich so um 50 ausschlagen kann. Das wäre mein Ziel. Kleines Püppchen,
Vielleicht bringt das Flunkerkerlchen seinem Verkäufer ja Glück. Hallo. Hallo. Grüß Gott. Ich hab hier was. Da war eine lange Nase. Noch nicht. Ah. Ah, das macht er noch. Der Pinocchio. Das ist was Schönes. Da kommt Freude auf. Ja, schön. Ja, es ist ja ein kleiner Lügner, ne? Ja. Und wenn der lügt, und ich sag's ganz ehrlich, ich hatte so gedacht, 150 Euro. Voll die Lüge. Ist er nicht wert? Dann können Sie gern mal an der Nase ziehen, aber richtig. Du bist jetzt schuld, wenn du eine Jacke in mir jetzt. Jetzt zieh mal dran. Zack. Also ganz ehrlich, 150 ist er nicht wert, das habe ich schon erfahren. Aber es ist natürlich mechanisches Spielzeug und rar. Nur leider ist Pinocchio nicht aus Holz, sondern aus Plastik. Aber der hat aber ja nichts von Pinocchio, der Vogel hier. Nee, im Gesicht nicht so richtig, ne? Ja, vielleicht kommt er aus dem Schwarzwald, ich weiß es ja nicht. Vielleicht sehen die da anders aus. Aber die Nase kommt nicht automatisch da raus bei dem Vogel. Nee, automatisch nicht. Immer wenn er lügt. Ja, ein Zehner ist er mir wert. Ja, ich dachte, der 80-Euro-Mann fängt jetzt mit 8. Nein, das ist erstmal ein Startgebot. Also, ich sag mal so, wir wollen ganz gern ein Rockkonzert besuchen. Hoffentlich. Da kostet die Karte so um 50 Euro. Und so ein bisschen so in die Richtung wäre schon meine Vorstellung. Von wann ist der Vogel denn? Ich biete mal 40 Euro. 40 Euro. Ja. Ich hatte gedacht, dass der aus den 60er Jahren ist. Der Sven hat mich aufgeklärt und das passt nicht. Der ist dann 70er Jahre. Gib ihn noch mal dem Ludwig. Der hat schon geboten. Der hat es noch nicht mal in der Hand gehabt. Ja. Das ist die 70er Jahre. Ist 70er, genau. 70er, eindeutig genau. 70er Jahre. Sieht man. Und ja. Das Walt Disney Emblem ist noch dran. Ja. Das ist schon gut. Laufe da dran. 40 Euro. Vielleicht kommt noch was, Wolfgang, von dir. Wenn noch einen ganz kleinen Tucken drauf käme, würde ich dann. Ich kaufe heute keine Pinocchio. Okay. Ja, ist morgen aber schön. Vielleicht. Ja, schön ist er. Ludwig ist ganz verzückt. Ich würde drauf eingehen. Ja. 40 Euro. Dann hast du nur bezahlt. Gekriegt. Ja, dann. Dann geh okay. Auch. Dann. Jetzt ist die Nase aber richtig lang jetzt geworden. Jetzt ist sie, ja, das ja. Ist das, genau. Und bloß zum Schluss noch einmal. Noch einmal. So, genau. Der fällt gleich um bei der langen Nase. 40 Euro ach, von mir. Okay. 20. 40. Okay. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch. Viel Spaß beim Konzert. Ja, tschüss. Auch, danke. Ja. Tschüss. Ich habe jetzt 40 Euro bekommen von dem Ludwig. Und ich lege noch ein ganz bisschen drauf, dann habe ich die Konzertkarte und da bin ich gut zufrieden.